Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Ultimate Team Road to Glory bei Incheon Records Let's Plays, versteht sich. Und unser erstes Spiel der heutigen Episode geht gegen ein richtig, richtig gutes Barclays Premier League Team, was für uns aber kein Hindernis ist, denn wir starten schon in der siebten Spielminute mit Aubameyang und dem 1:0. 29. Spielminute, nochmal durch, Fafan und aus einem relativ schwierigen Winkel hämmert er das Ding in den Winkel. Das 2:0 in der 29. Minute. Das ist schon mal sehr vielversprechend und dann kommt Gündogan nochmal durch und Fafan verwandelt den Nachschuss. So steht es schon 3:0 zur Pause. Hier geht es wirklich Schlag auf Schlag, aber die Pause ist noch nicht da. Deswegen Luis Suarez, 45. Spielminute, 1:3. Ja, und mein Gegner erobert sich gleich mal den Ball von mir zurück. Der Anstoß ungeschnitten. Über die Zentrale geht der Suarez auf Juan Mata. Juan Mata. Und der macht das Ding halt einfach mal rein. 45. Spielminute. Eigentlich 45 plus 7. 2:3. Ja, so schnell kann es gehen. Eine extrem eindeutige Führung. Und mit einem Paukenschlag kommt mein Gegner zurück und macht es einfach mal zwei Dinger. War mir aber relativ wurscht. 59. Spielminute. Aubameyang. Wer auch sonst, stellt den zwischenzeitlichen alten Rückstand wieder her. Den alten Abstand, wollte ich gerne sagen. Aber wie so häufig in diesem Spiel, auch meinem Gegner ist das wurscht. Guter Passstaffette, Willian. 3:4. Was ist das für ein Spiel? Hier geht es einfach nur hin und her und man weiß nicht so recht, was man davon halten soll. Mein Gegner, 64. Spielminute. Es ist nicht lange her. Wird gelegt. Elfmeter. Sollten wir jetzt wirklich auch noch unsere Führung verlieren? Sollten wir den Ausgleich kassieren? Suarez, Weidenfeller holt das Ding aus dem Winkel. Und so bleibt es erstmal beim 4:3. 87. Spielminute, schlecht geklärt. Nasri, Flanke, Kopfball, Tor. Ein unverteidigbares Tor einfach. Das 4:4 in der 87. Spielminute, das ist spät und zu spät für uns. Hier wäre nochmal ein Konter drin gewesen, der wurde mir leider weggepfiffen. Daher ist im ersten Spiel dieser Episode nur ein Remis drin gewesen, was uns schlussendlich zu 13 Punkten und noch 4 verbleibenden Spielen führt. Ob wir denn aufsteigen? Wer weiß. Wir machen weiter gegen ein Bundesliga-Team mit Lewandowski im Sturm und Reus auf Linksaußen. Dazu noch Schweinsteiger und Lahm hinten drin. Also alles nicht schlecht. Und er fängt an mit einem Schuss und einem Nachschusstor. Und da frage ich mich auch jedes Mal, wieso geht der Torwart nicht entschlossen dahin? Wieso rutscht der nicht noch rein? Wieso schmeißt er sich da nicht in den Ball? In echt hätte den ein Torwart noch halten können, weil der war wirklich schwach und flach geschossen. Und wäre durchaus auch mit einer Fußparade noch zu erreichen gewesen. Nach der Pause ging es weiter mit dem Schlusspfiff. Es ist nichts mehr passiert. Wir verlieren durch dieses blöde Abprallertor mit 1:0 diese Partie und stehen weiterhin mit nur 13 Punkten da und haben jetzt noch 3 Spiele übrig. Und wir brauchen ja eine gewisse Punkteanzahl, um weiterzukommen. Ich glaube, es waren 18. Ich weiß es nicht mehr genau. Habe jetzt nicht drauf geguckt. Und wir bekommen einen Gegner mit einem Serie A-Team. Ein sehr interessantes, möchte ich sagen, mit 2 Silberspielern drin. Wirklich mal was anderes. 17. Minute, da zeigt ihr mir schon mal, was das bedeutet. Denn dann kommt dieser Nachschuss und dann kriegt er den Ball nochmal und dann kriegt er ihn nochmal und dann schiebt er ihn am Torwart vorbei. Wo auch der Torwart vielleicht ein bisschen besser hätte reagieren können, aber er hat es nicht getan. So, Victor Ebabo. Abos wissen wir, Ebabo ist. Schöne Grüße an FIFA Goals United. 18. Minute, 1:0 für meinen Gegner. Und ja, da haben wir uns jetzt auch nicht lange bitten lassen. Der kommt zurück in der 26. Minute über Schürrle. Der versucht sich hier durchzusetzen, wackelt sich ein bisschen durch, wird ein bisschen schwindlig gespielt und holt immerhin noch eine Ecke raus. Xabi Alonso bringt sie rein und da ist Benzema mit einem schönen, fast schon Distanzkopfball in der 27. Minute zum 1:1. Und das war zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient. So gehen wir dann auch in die Pause. Ein 1:1 als Pausenstand geht in Ordnung, aber da muss mehr kommen. Da muss mehr kommen von uns. Deswegen jetzt dieser Abschlag. 52. Minute, Übergang, 53. Minute. Schlechter Klärungsversuch meines Gegners. Ball auf Benzema. Benzema zieht durch. Benzema paced. Benzema haut ihn rein. Ein krasser Winkel. Und auch dieses Mal geht der Ball wieder in die Maschen. Damit das 2:1. 71. Minute, Pedro tut es ihm gleich. 3:1. Jetzt sollte die Sache. Sollte die Sache eigentlich gegessen sein?
Aber mein Gegner wollte irgendwie auch nicht aufgeben. 84. Minute. Wer sonst? Ibarbo. Das 2:3, der Anschlusstreffer. 6 Minuten vor dem Ende. Aber ganz ehrlich, ein Torunterschied. Wollen wir das wirklich hinnehmen? Pedro sagt sich nein und haut das Ding aus 16 Metern am Tor vorbei ins Netz. Die Vorentscheidung in der 90. Spielminute, das 4:2 und ein schöner Scharfschützen-Ballerjubel, der dann schlussendlich den Schlusspfiff bringt. Wir gewinnen 4:2 und haben jetzt 16 Punkte und stehen jetzt nur noch 2 Punkte vom Aufstieg weg, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und so ist es auch. Es sind, ja, waren 2 Punkte, ne? Ich habe mich jetzt nicht verguckt. 18 Punkte brauchen wir. Und ein weiteres Spiel. Wir haben noch 2 übrig. Wir spielen gegen ein Buckles Premier League Team. Das ist ja mal was ganz, ganz Neues. Haben wir ja noch nie gesehen. Ja, und mein Gegner, 33. Minute, zwirbelt sich hier rein, passt Tor. Es war wirklich grandios gespielt, aber es ist am Rande zum Schwitzig-Spielen. Wobei dieser Pass wirklich grandios war, denn dass er da nicht im Abseits steht, Respekt. Allerdings lasse ich mich da auch nicht lange bitten. Kurz vor der Pause nochmal rutsche ich hier durch und dann kann ich den Abpraller aus der Distanz verwerten, weil auch hier der Torwart nicht gut reagiert. Wenn sich der Torwart hier nochmal gut reinschmeißen würde, dann würde er den Ball bekommen, aber er macht es einfach nicht. Mag man mir das erklären können? Ich glaube nicht. Ja, und dann dachte ich mir so, ja, wunderschöne 1:1 Pausenstand, da können wir was draus machen, da kommen wir zurück in der zweiten Hälfte. Verdammt. Ja, da kassiere ich doch glatt vor der Pause direkt die Antwort noch durch Wayne Rooney, 45. Spielminute. Die erneute Führung für meinen Gegner, der erneute Rückstand für uns. Und so geht es dann in die Pause. Bisschen ärgerlich, weil wir kurz vorher erst das 1:1 geschossen hatten. Aber was will man machen? Ne? Ja, 54. Minute. Wir sind immer noch da. Und wieder dieser Winkel und wieder Benzema. Benzema ist wirklich eine Tormaschine. Holt euch Benzema. Er ist inzwischen nicht mehr so teuer, dürfte auf Xbox ungefähr 10.000 Münzen kosten. Vielleicht plus minus ein bisschen was. Und er ist das Geld wirklich wert. Aber, naja, Suarez ist seins anscheinend auch wert. Denn der kassiert uns. Er kassiert uns? Ja, er arbeitet bei Netto. Erstmal zu Penny und so weiter, ne? Nee, er haut uns noch das 3:2 rein, 76. Minute. Und das konnte ich nicht mehr drehen. Schade. Werden wir im nächsten Spiel aufsteigen? Wer weiß das schon? Die Antwort hört ihr in der nächsten Folge. Daumen hoch. Abo dalassen, wenn ihr wollt natürlich. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.